Carlos gegen Maruko. Oh, shit. Ein TR-internes Grudge-Match. Die Spieler können sich gar nicht leiden. Die hassen sich in Wirklichkeit. Weil Maruko hat schon über 400 PP und Carlos mit 654 PP ist ein bisschen wenig PP. Maruko, der nimmt seinen Gegner gar nicht ernst. Er pickt nicht mal seinen Main. Sein Main natürlich Cancer Zangief. Oder der hat gewechselt, wer weiß. Ich habe schon lange nicht mehr gegen ihn gespielt, seitdem er Crust geliefert hat. Der Penner. Hat sogar also seinen Gamertag geändert. Für Crust hat er seinen Gamertag nicht geändert, nur mal so, ne? Damit ihr, Leute, damit ihr es wisst. Da hieß der noch Mr. X-Boom. Und jetzt heißt der Tia Maruko. Weißt du? Tia ist ihm so viel lieber. Traitor Maruko gegen TR Carlos. Yay, TR Carlos, let's go. Du machst das. Scheiß auf dein Life. Geh einfach rein. Oh mein Gott, die Brille. No respect von Maruko. What the fuck? Mit Match zieht er die Brille an hier. Alter, das ist dein Teammate. Oh shit, exposed. Exposed. Carlos, lass dir was einfallen, yo. Lass dir sowas von deinem Teammate gefallen. Ich meine, angeblich seid ihr in einem Team, ne? Yo. Nein, diese teaminterne Dynamik. Das sieht man. Von erster Hand, ne? TR ist auch nicht das Beste. Wenn die Spieler sich so behandeln. On Stream auch noch, ne? Das ist ja nicht mal privat. Ehrlich. Hätte ein bisschen mehr erwartet von Trade TR Maruko. Oh man, die Lag Tactics. Wird getroffen und sofort den Lag Switch angemacht, ey. Carlos gleicht aus. Yo. Sauber. Sauber, Carlos. Du machst das jetzt. Scheiß auf sein Pipi, auch wenn es länger ist. Größer. Mehr, meine ich. Oh man, that jumping. Keine Combo. Coach und Carlos. Lass dich nicht von seiner Brille ablenken. Die Brille hat keine Hitbox. Ist immer noch. Oh mein Gott. Und. Yo, Sakonoko, no. Sakonoko, no. Keine Combo für dich. Oh, macht einen absichtlichen Reset und wird getroffen. Ist tot, ist vorbei. Resettet. Ich meine, exposed. Von seinem eigenen Teammate. Tia Maruko ist gerade der King of the Hill in der deutschen Online-Lobby, wo nicht mal Daigo reinkommt. Hallo? Das sagt schon viel aus. Maybe. Geil gegen Fei Long. Ist das Ribra oder was? Ribra! Wir haben ihn gerade gegen Halibut spielen sehen. War ein sehr schönes Match. Halibut mit Censored gegen Ribra Fei Long war das. Oh mein Gott, Maruko. Anscheinend nicht nur gegen Teammates sein unmannered, badmannered Gameplay, sondern gegen jedermann. Also, wenn ihr gegen Taunting geil spielen wollt, kommt hier in die Online-Lobby. Oh, schön. Punish. Das war Counter-Combo von Ribra. Hat den Gegner in der Ecke.
kann jetzt machen, was er will. Wow. Oh. Kann er danach nicht linken? Ist das irgendwie anders, je nachdem, welche Version er benutzt. Das hat er auch gegen Hallibill gemacht. Er hat das auch einen Hit gemacht und dann Jump Back. In dem anderen Match meinte ich, der hat die Combo gedroppt, aber vielleicht weiß er was, irgendwas, was ich nicht weiß. Oh, Delayed Wake-Up! Hat das Setup exposed damit, der gute Maruko. Oh man, ich glaube, er hat das auch absichtlich noch delayed, wegen dem Delayed Wake-Up und war trotzdem zu früh. Oh, Whiff! Was für ein Whiff, er hat den Chip verkackt, verzählt. Musst du besser Frames zählen, Junge. Oh, nice Jump Back. Maruko holt das Match noch mit einem Pixel. Mit einem Pixel holt er es noch. Monkey Mind Shinjo. Genau noch. Gucken wir mal in seine Friendlist. Sensemann, yo, gegen Maruko. Moment, Maruko ist der 85. laut Pipi. Nicht schlecht. Eindeutiger geht's nicht. Frag mich, ob Maruko da die Combo versucht. Er delayed seinen Focus Dash nach dem Flash Kick. Who knows? Also die Combo in Ultra nach dem Dash. Wow, das klappt nicht. Wäre das ein normaler Fireball gewesen, hätte das funktioniert. Aber die geil, ne? Der Charakter ist so cheap. Oh no. Maruko, ey. Der Penner hat bis jetzt in jedem Match einen Taunt gebracht. Oh man, Round 2 von dem Grudge-Match. Tja, Carlos gegen Maruko.
Ja, Maruko. Machst du hier wieder Grillen-Action oder was? Ah, Mann, Maruka. Das war ein Kara-Cancel Focus into Taunt. Oh man, harter Jump in. Oh, keine Combo in Ultra. Ich glaube, das hätte gefehlt. Ah, er holt's trotzdem. Maruko, bist du gepunished für dein Rumgetaunte jetzt oder was? Ah, jetzt macht er ernst. Erstmal Brille anziehen, aber. Oh, wow. Ich bin ein Bait von Carlos, aber hat einen minus 5 Move nicht punishen können nach dem Focus Dash. Wow. Oh. Ha. Ich dachte, das trifft nicht mehr. Aber Maruko, der Plan, ja? Hat aber seine Brille immer noch nicht angezogen. Ne, ich bin nicht beeindruckt. Ohne Brille. Fraud. Das ist schon ziemlich fraudulent ohne Brille. Oh man, das war ein krasser Counter halt. Ah, wieder Combo Drop. Die Combo Drops sind nicht mal so schlimm, der trifft immer die richtigen Damage Moves. Kennt den Gegner chippen? Jo, er macht es. Carlos hat Maruko entthront. Maruko. Das war's mit deinen Taunts. Ohne Brille bist du nicht so gut, sagt Carlos. Sakura gegen Pelon. Sakura? Die wurde genervt, glaube ich. Ihr Jumping Hard Punch ist nicht mehr so godlike wie sonst. Wenn ich mich nicht irre. Und Pelon auch irgendwie genervt, aber eigentlich in Wirklichkeit gebufft, weil der Charakter ist noch besser als vorher. Weil mehr Damage. Halt Capcom Logik. Aber davon sehen wir gerade nicht viel, weil Rubra hat kein Life Lead. Und wir wissen, Life Lead ist alles in diesem Spiel, weil wenn man kein Life Lead hat, verliert man. LK, 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 LK Combo, LK. Oh wow. Das wurde doch genervt, Capcom. What the fuck? Sei einfach clean einen Flame Kick gepunished. Diesmal nicht. Einfach random. Backthrow in die Ecke und Forward Throw wieder in die Ecke. Schön. Oh wow. Aber wieder Combo Drop. Das war eigentlich ein schönes Mix-Up, aber.
Wow, die Combo. Die Combo. Oh shit, die Combo. Oh mein Gott. Also Leute, nehmt euch in Acht vor Team Rookie. Die haben's drauf, was Combos angeht. Carlos gewinnt. Bis jetzt jedes einzelne Match wurde von TR gewonnen. Was da? Leute. Es gibt doch noch andere Teams außer TR. Was macht die alle in TR? Aber man sieht, die dominieren. Jedes einzelne Match von TR gewonnen hier. Ich will Deutsche einladen, das ist ein Deutscher. Yep. Wir haben Sensenmann im Match. Sensenmann spielt ja normalerweise Marvel und ist auch sehr gut in Marvel, aber wir sehen ihn diesmal mit Seth in Street Fighter. Meinte vorhin auch, er sei nicht so gut, aber das interessiert uns ja nicht. Wir wollen einfach nur Brawls sehen. Leute, die die ganze Buttons drücken und auf die Fresse gehen. Oh. Wow, das Cross-Up. Oh man, die Team Rookie Combo. Und er droppt sie wieder am Ende, Team Rookie. Wow, das ging aber schnell. Wer spielt denn überhaupt? Oh, wieder das Quatschmatch. Es steht 1-1. Guys. Und wir befinden uns im dritten Match, in dem Quatschmatch von Tia Carlos vs. Straighter Maruko. Jetzt geht's ums Eingemachte. Beide Spieler haben mit Taunts angefangen, nur um zu zeigen, wie sehr sie sich nicht mögen. Oh man, die Combo. Die Team Rookie Combo. Team Rookie 2.0 hat gedroppt. Ist noch nicht geupdatet auf Ultra. Maruko mit der ersten Runde im dritten Match. Carlos, das darfst du dir nicht gefallen lassen von so einem Traitor, der so etwas seinem Teammate antut, mal ehrlich. So Taunts und Brille anziehen, was soll das? Wir sind doch nicht online. Ich meine, nicht on stream. Ich meine, ihr wisst schon. Unter uns. Carlos mit dem Live-Lead. Okay, das ist seine Chance.
Delayed Wake Up, wen interessiert's? Wir delayen unser Jumping dann. Einfach. Oh, die Team Rookie Combo into Reset. Das war kein Combo Drop. Also so viele Team Rookie Combos. Die haben schon zwei Combos copyrighted. Also die holen sich nicht nur Spieler, die holen sich auch Combos. Also langsam reicht's. 1-1 schon. Ich meine, die haben einfach schon die ganzen guten Spieler in Deutschland, ne? Anscheinend ist Heilebild jetzt auch wieder Team Rookie, obwohl der GG ist. Der ist einfach GG Team Rookie. Oder Team Rookie GG. Ist wahrscheinlich vertraglich abgeregelt, was zuerst kommt. Oh man! Okay, Team Rookie Combo. Das wird sein. Oh nein, keine Ultra. Carlos hat einfach keinen Bock auf Ultra. Das spielt immer noch AE 2012. Oh mein Gott, der Jump-In. No! What the fuck? Brain Freeze. Carlos choked richtig hart und Maruko denkt sich, ha. Free. Stay free, Digga. Maruko 2-1 schon in Führung gegenüber Carlos. Jetzt müssen beide Spieler wieder den. Oh, Mac! TR Mac ist jetzt auch noch in der Lobby. Ist einfach die TR Lobby hier. Jedes einzelne Match wurde von TR gewonnen. Und take a shot every time I say TR. TR? 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 What? Maruko, ehrlich, du musst auf dein Main wechseln. Sorry, guys. Ich bin ein bisschen retardet gerade. Okay. Leute, ist serious business hier. Was soll das? Ich will doch keine Taunts sehen. Wie die plötzlich so tun, ja, als ob die Futsi spielen könnten. Oh nein, mal ehrlich. Spielen die hier Neutral Game? Ja, siehst du, da war Leg Switch wieder von Maruko. Kaum wird er getroffen, wird der Leg Switch aktiviert. Ja, so ist das. Der hat das so auf dem Button, ne? Der hat das so auf dem Stick, hat er so ein extra TR. Da ist so ein Logo drauf von TR auf dem Button. Wenn man da drauf drückt, dann laggt. Das klappt auch offline. Ohne Scheiß. Hab ich gesehen. Meine Augen, Ohren. Okay, ich hör auf. Maybe? Oh mein Gott, das Bait. Und das Combo Drop und das zweiter Bait. Maruko holt das Match noch. Irgendwie hat er es sich gezaubert. So, Vibra, jetzt musst du was hier zeigen. Kann doch nicht sein, dass jedes einzelne Match von TR gewonnen wird. Aber es ist auch nicht schwer, ne, wenn drei Viertel der Lobby aus TR-Membern besteht. Die TRs, ey. Oh man. Shoutouts an Orkan One, der gerade Serious Business macht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und schon wieder ein Sieg von TR. Okay, Josh. Bitte besieg diesen TR Maruko. Damit auch mal TSN einen Sieg hat. Aber wobei, TSN hat heute schon einmal gesiegt. Gegen SBB Voodoo. Hat Josh schon gewonnen mit Elena. Elena, ein Charakter, den sieht man nicht so oft, ne? Ja, und Josh hat's gemacht. The craziest and wildest fighters have assembled from around the world
Oh, und wieder Elena. Get hype, guys. It's Elena. Und wieder mit Healing. Healing ist Imba, weil ich sagte ja, wie ich schon sagte, Life Lead ist alles und je mehr Life Lead, desto besser, deshalb Healing. Oh, nice. Es könnte in Elenas Favor sein sogar. Die hat eigentlich recht gute Buttons. In so Midrange. Aber auch langsame. Die kann nicht so gut anti-airen gegen Jump-Ins. Oh, nice. Oh. Naruko droppt Combos. My little smasher! Und was sind hier? Okay, zwei Slides und Spider haben getroffen. 2-for-2 bis jetzt. Oh man! Maruko, oh mein Gott! Da versucht er den Snackig, aber es funktioniert nicht, weil Josh nicht springt. Maruko. Was machst du jetzt, hä? Du gewinnst. Okay. Touché. Mal letztes Masche. Nice Combo von Josh. Das ist ein TSN-Combo. Mal letztes Masche. Und oh nein, die TSN-Combo gedroppt. Also wenn du die noch öfter droppst, dann heißt sie nicht mehr TSN. Oh, Standing 720 von Maruko. Jetzt ein Taunt? Oh, kein Taunt. Er macht ernst. Ehrlich, du spielst ernst, Maruko. Und er gewinnt. TR. Mit der Siegesserie von 38.337. Und 0 Niederlagen. Wir haben TR Maruko gegen TR Mac. Jetzt geht es ums Eingemachte. Mal sehen, ob Mac immer noch Balrog spielt. Wahrscheinlich. Aber vielleicht hat er so gewechselt, hat so Special Decabre Cross Blanca Tech oder so. Ah, Balrog. Maruko. Also ehrlich, das fing ja so schön an mit Brille anziehen und geil und was weiß ich. Und jetzt spielt er seinen Main. Tut so, als wäre der, würde er ernst spielen. Der Marokianer. Marioko, genau. Exactly, Orkan. Das finde ich geil. Marioko. Wow, schön gespielt von Mac hier. Ich bin echt richtig gut. Wow, ein sehr schöner Jump. Er wusste ganz genau, dass Maruko das machen wird. Ist schon vorher gesprungen. Maruko war natürlich out of place und mistimed. Und misplaced.
das Matchup bekanntlich in Zangiefs bzw. in Balrogs Favor. Das ist das imbalanceste 5-5 Matchup im Spiel. Das gewinnt einfach keiner. Oh, snackig versucht, das hätte auch funktioniert. Nur leider spielt Maruk und Ultra 1. Fail. Fail. Warum versuchst du snackig, Junge, wenn du Ultra 1 hast? Yo. That range. Oh mein Gott. What the fuck? Das ist TR Special Mindfuck Tactics. Einfach Backup Overhead, obwohl das gegen nichts gewinnt. Und TR, oh, ich habe TR Neck geschrieben, stay free. TR Mag holt das Match gegen Maruko, das wäre richtig free hier, das war ja nichts. Das war nichts. Das war's für Maruko. Ins nächste Team Rookie Matchup. Karl Lotz gegen TR Mag. Oh shit, standing medium punch into the rush punch into combo drop, aber damn, fast perfect. Also guys, wenn ihr Brüderlichkeit wollt und Verständnis und so, dann geht nicht in TR, weil ihr werdet einfach auseinandergenommen. Die sind so, die haben eine richtig don't care policy, auch wenn die gegen Teammates spielen. So richtig rein da. No respect, son. Ist nicht wie bei... nicht wie bei Crust. Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, deshalb verlieren wir auch einen Spieler nach dem anderen an Tian. Nani jetzt auch bei Tian, Leute. Nani. Der Penner ist auch übergegangen. Crust hat nur noch mich und Orca. Und Aerosol Junkie und Metin natürlich. Und ja, das war's. Aber die spielen auch nicht mehr. Tears. Also, ich habe gar nicht drauf geachtet, was passiert ist. Mac holt noch ein Match. TR. Wir haben nur 3 Nicht-TR-Member gegen 3 TR-Member. Also, Nicht-TR-Member, tut euch zusammen. Ihr seid jetzt ein Team. Ihr seid Team Non-TR. TNTR gegen TR. Okay, Rübra, du hast deinen Gegner in der Ecke. Das ist deine Chance. Oh, schöner Red.
Alles ist schön, wenn es gegen Tiara ist. Oh shit, wieder. Also, Max, der trifft einfach immer diesen Overhead, ne? Der hat auch auf dem Duck gegen Tokido hat den getroffen. Ah, wait, das war Bushi. Sind doch eh alle gleich, ey, die Balrog-Spieler. Oh, nice bait. Oh shit. Reset. Oh man, diese Overheads. Diese Headbars mit Overheads. Oh shit, er kommt da jetzt. Keine Kombo danach. Wow, wieder Headbutt. Der TR Mac, der kennt sich aus mit seinen Headbutt-Tags. Ich muss mal gucken, wie viele Matches TR schon gewonnen hat in Folge. Das kann doch nicht sein. Wait. Spielerdaten. 3, 9, 12 Matches in Folge für TR. Man sieht sehr schön, nur TR hat gewonnen. Wow. Und wir haben Monkey Minde gegen Team Rookie Mac. Ich habe so lange Zeit seinen Namen als Monkey Minde gelesen, weil ich nicht. Ich kam nicht auf die Idee, dass das Monkey meint ist. Schöne Sonic Booms. Oh man, diese Overheads. 100%ige Trefferchance. Oh man, what? Standing Medium Punch, aber der Tech. Was ist das Medium Punch? Ist auf jeden Fall irgendein Standing Button into etwas. Hat er nur gemacht zum Angeben. Hier alles nur Angeber. Oh man, das hat was. No respect. Sah gar nicht so schlecht aus, zeitweise. Für Monkey Mind. Ah, TR, das spielt einfach nur mit seinem Gegner. Oh, keine TR-Kombo. Schon 13 Siege für Team Rookie. Das muss die Unglückszahl sein jetzt.
Und wir haben hier Sen Yoshi am Start. Der muss es jetzt hinkriegen. Hol einen Sieg für die Welt. Evil Ryu, yes! Richtig Hass gegen Team Rookie. Nähre deinen Hass gegen Team Rookie. Let's go. Mach ein paar Sakonoko-Kombos. Alle Kombos sind Sakonoko, ja. Okay. Oh, sicher. Counter-Hit-Combo. Ich spiele ja jetzt auch Evil Ryu. Finde ich cool dann, den Charakter zu sehen, den ich auch selber spiele. Oh man, das Headbutt-Punish. Sehr schön reagiert. Das muss wehtun für Mac. Seine Headbutts waren wie Omishorius bis jetzt. Oh man, exposed! Exposed! Just saying. Oh man, wenn wir das Reverse Exposing sehen. Oh, Jumping Jabs. Hat sich selber in die Ecke befördert. Oh man, das ist so unsafe. Wow. Unsafe Tactics in your face. Oh, schön gebaitet. Und dann Leg Switch aktiviert von TR. Also, ehrlich. What? War das ein Setup? Oh shit. Oh mein Gott, exposed. Wenn ich wieder links und rechts exposed, sind beide nackt jetzt. Oh wow, das war ein sehr schlechter Wurf. Mit Evil Ryu kann man diesen Fake-Out Feuerball mit Standing LK nicht machen, wenn man seinen Stick bewegt. Dann kommt dieser X-Kick raus. Oh man, Leg Switch. Leg Switch. Komm schon, Yosh. Komm schon, Yosh. Scheiß auf den Leg. Komm schon, du musst den Sieg für die Welt holen. Die ganze Welt liegt auf deinen Schultern. Wir geben dir alle unsere Kraft, wie die Genki-Dama in Dragon Ball. Er macht es, ja. Deutschland ist Weltmeister. Hey. Stay Free Team Rookie. 1:13. Evil Ryu macht es. Wir haben ihn genährt mit unserem Hass gegen Team Rookie. So ist es richtig. Team Rookie lässt das nicht auf sich sitzen. Sie schicken Maruko rein. Maruko. Wie die immer so schön Fuzzi spielen am Anfang der Runde und plötzlich ist das ein All-Out-War und Brawl und alle drücken Tasten und Chaos Theory. Oh, nice. Nice Punish.
nice Matchup Knowledge, dass er in das Sweep comboen kann. Nice, Anti-Air. Alles nice. Let's go, Josh. Er ist unsere deutsche Hoffnung. Für das deutsche Weltteam, natürlich. Oh man, Maruko gewinnt. Oh, sehr schön, aber ich kann nicht. Nice Safe Jump. Okay, sehr schön. Jetzt spielen die wirklich Fuzzis. Oh man. Nicht allzu oft nach vorne dashen nach dem Fokus gegen Zangief. Oh, Maruko spielt Ultra 2. Jetzt kommt der Snackig. Ja, früher oder später kommt der Snackig. Oh, da war der Snackig und der Gegner springt nicht. Haha, Maruko. Hat bis jetzt kein einziges Mal funktioniert. Dabei will er so unbedingt auf dem Stream landen, Mann. Was soll das? Aber das hat funktioniert. Sehr schön, Maruko mit dem Comeback. Hat nur noch wenig Leben, aber er gibt die Hoffnung nicht auf. Immerhin spielt er für Team Rookie. Und wenn er sowas nicht schafft, dann kicken die den direkt aus dem Team. So ist das bei Rookie. Oh. Counter Hit. Sakonoko Combo, TSN Combo. Red Focus. Nice. Wow, er lässt nicht locker. Hat Zangief in der Ecke. Geht rein, rein, rein. Oh, nein. Maruko wieder mit den Online-Tactics. Hat den Live-Lead geholt. Will seinen Teampartner rächen. Live-Lead wieder für Josh. Okay, Josh. Du musst das jetzt gewinnen. Oh, wo ist er an dir? Er hat kein Ultra, das ist safe. Wow, Josh, what the fuck? Er holt schon zwei Matches gegen Team Rookie. Josh ist der Beste. Der Beste. Der Allerbeste. Wir sehen es on Stream gerade, es ist bewiesen. Es ist bewiesenermaßen, ist er besser als TR. Und Counterpicking Sakura. Jetzt spielt er sein Main, Akuma. Sein Evil Ryu ist digitiert in Akuma. Das ist seine wahre Form. Gegen kleine Schulmädchen muss man halt auch mal seinen inneren Dämon zeigen. What? Jetzt schon gestunt? Oh, die Team-Rookie-Combo gedroppt. Josh, der Team Rookie Killer, hat schon wieder ein Match geholt gegen Team Rookie. Also die Welt, die holt langsam auf. Steht schon 2 zu 13. Gleich haben wir schon 3 zu 13.
Oh, Carlos sagt, den Mund nicht voll nehmen. Ich bin nicht Frey. Wurde er so nicht angeblich genervt? Warum war das gerade kein Panisch mit dem Jumping? Oh, die Team Rookie Combo. Josh, nein. Was ist los? Du musst gewinnen gegen Team Rookie. Oh. Wow, was ist das für eine Range? Oh, ist ja schön. Nicht so schön. Tier Senior. Und wieder besiegt er einen Tier-Member. Hat schon drei Tier-Member besiegt. Er ist jetzt schon besser als Team Rookie. Alleine besiegt er Team Rookie. Ist schon krass, der hat jeden einzelnen Team Rookie Member besiegt. Holy shit. Erste Mal, dass wir einen Nicht-Tier-Member gegen einen Nicht-Tier-Member-Spieler sehen. Die jetzt in der Minderzahl sind, weil jemand hat die Lobby gelieft. Sorry, guys. Man, Josh, warum spielst du überhaupt Elena, wenn du so abgehst mit Akuma? Seriously. Sehr schön gepunished. Oh man, Reset. Ging daneben wegen Lag Switch. Oh wow, Ultra. No, Ultra. Ultra, no. Hm, ist das jetzt ein Sieg für Welt? Ja, natürlich ist das ein Sieg für Welt. Wir müssen aufholen gegen die Rookie. Die haben auch einen Spieler mehr, ja. Okay, das ist fair. Muss Josh gegen Tian Mac antreten. Mal sehen, ob wir immer noch Ume Headbutt sehen werden oder nicht. Yun gegen Balrog. What? 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 Das ist doch eigentlich so ein ziemlich doofes Matchup für Yun.
wegen 3 Frame Crouching LPs. Oh man. Aber Dive Kicks, yo. Oh wow, Josh. Warum spielst du Akuma, wenn du so abgehst mit Yon, ja? Oh. Wow, hat Autocorrect Headbutt into Ultra gekriegt. Sehr schön gecharged. Und holt das Match noch aus dem Life-Defizit. Dreht er es komplett um, der TR Mac. Sicke Vorstellung. Oh, Ume Headbutt into Standing Normal Headbutt Overhead. Holy shit. Overhead blockt niemand. 3-4-3. Oh man, don't not complete. Sorry. Sorry, Josh. Maybe next time. Team Rookie mit 14 Wins. Oh, Tia Maruko. Sollte ich Marukos Matches für World zählen? Ich meine, ist das ein Traitor, ne? Und Tier Traitor Maruko, der spielt doch nicht für Rookie. Hm. Oh krass. Krass gesehen von Maruko, das war ein echt sicker Read. Oh nein, Tactics. Oh, kein Ume Headbutt, was? What? Oh, schöner Punish. Team Rookie Combo. Get hype. Oh shit, wait. Maruko hat gewonnen, sick. Aber Team Rookie immer noch mit 14 Siegen. Oh no, Josh ist weg. Unsere
einziger Hoffnung gegen Team Rookie, hat die Lobby verlassen. Und Carlos dodged, wow. Wow, alle gegen Vibra. Oh mein Gott. Vibra hat noch kein Match gewonnen auf dem Stream, oder? Wait, gegen wen hat er gespielt heute? Der hat gegen Josh, ne, Josh hat gegen Voodoo gespielt. Gegen Halibel, ja genau, er hat glaube ich kein Match gewonnen auf dem Stream bis jetzt. Spielt gar nicht so schlecht. Aber leider sind die Gegner zu stark. Oh, kein Perfekt für dich, Marokko. Stay free. Oh man, Matchpoint für Vibra. Das darfst du dir nicht entgehen lassen. Ja, genau. Reverse Perfect für dich. Sehr schön. Lass den Gegner in der Ecke, lass ihn da nicht raus. Ja, sauber. Nee. Oh, what? Oh, what? Oh, mein Gott. Marokko, why? Warum ist der Typ so gut? Oh, shit, nein. Komm schon, lass dich nicht besiegen von sowas. Das stylt nur. Oh, nice. Oh, shit. Vibra hat verloren. TR obsiegt, mal wieder. Alright. Noch ein Durchgang, dann war es das für den Stream heute. Damit ihr Bescheid wisst. Also noch 4 Matches, meine ich, mit einem Durchgang. Ne, 3 Matches. TR Marokko gegen TR Mac, dann der Gewinner gegen Carlos, dann der Gewinner gegen Vibra.
glaube, es steht 2:0 für in diesem Matchup für Maruko gegen Mac. Das heißt, Mac muss sich jetzt was einfallen lassen. Online Tactics direkt am Anfang der Runde hat nicht funktioniert für Maruko. Oh wow. Das war eigentlich eine witzige Kombo. Exposed. Oh shit. Nice. Neutral Jump Punish. Online Tactics. Oh, sick. Tier Mac. Standing Jab Whiffed gegen Zangief. What the fuck? Ist das Elena oder was? Oh man, holy shit. Der ist so lange nach vorne gelaufen und dann hat den Counter halt gekriegt mit der Taste. Ist das sick. Oh!
gab er nicht. Oh, keine TR-Combo. Alles klar. Das letzte Match des Abends. TR-Mac gegen Ribra. Ribra, das ist seine letzte Chance, auf dem Stream ein Match zu gewinnen. Hau rein. Zeig uns, dass Feilong nicht genervt wurde. Oh, schöne Hand hier. Alles klar. Ribra, das ist eine Chance. Man, diese Overheads, das hat bis jetzt jedes Mal funktioniert. Holy shit. Ich meine, der macht das auch nicht oft, das ist es ja. Das klappt einfach immer mehr. Oh man, die Headbutts. Mit dem Chip-Finish. Headbutt hat nicht funktioniert. Oh, sehr schöner Jump-In. Okay, das ist alles Momentum, was Ribra braucht, um das noch zu gewinnen. TR-Mac holt es 16 zu 4 für Team Rookie. Holy shit, wie viele Matches sie schon gewonnen haben insgesamt. Die Penair haben das 4-16 gewonnen. Hey. Und ich bedanke mich an alle fürs Zugucken. Oh nein, in dem Moment, wo Sheva auch noch kommt, der Endgegner. Der Endgegner kommt in die Lobby und ich höre auf zu streamen. Stay free. Wir werden leider Shivas Match nicht sehen können, Leute. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, ich bedanke mich. Danke, Leute, dass ihr zugehört habt.